Moin Moin und hallo Leute, wollen wir mal in einem VW Polo 49 N3 die Klimaanlage desinfizieren? Wir sitzen im Fahrzeug und wollen unsere Klimaanlage reinigen. In unserer Paula. Bevor wir anfangen, sie zu reinigen, müssen wir erstmal den Verdampfer richtig schön trocken bekommen. Denn wir wollen ja, dass der muffige Geruch nicht noch muffiger wird und unser Klimaanlagenreinigungszeugs nicht sozusagen schon auf einer flüssigen oder feuchten Umgebung trifft, sondern sie sollte auf einen trockenen Verdampfer treffen. Das heißt, der erste Schritt ist, wir sitzen im Fahrzeug, stellen erstmal das da gechillt hin. Außerdem ist es egal, ob ihr den Klimaanlagenreiniger benutzt mit einem langen Lasso oder ob ihr das Teil benutzt, welches an euer Druckluftsystem angeschlossen wird. Es ist die Vorgehensweise identisch. So, erstes Ding ist, Gang raus. Wenn ihr ein Batteriehaltungsladungsgerät habt, könnt ihr das dran klemmen, dann müsst ihr den Motor nicht starten. Aber ja, wenn ihr das nicht habt, dann solltet ihr den Motor starten. Und dann gehen wir hin und werden uns mal auf die Klimaanlage, auf das Belüftungssystem konzentrieren. Jetzt gehen wir hin und machen schön auf Heizung, ne, weil dann trocknet es schneller ab. Ihr könntet auch normal auf 22 Grad lassen, aber ihr solltet nicht in den Minusbereich gehen, also nicht, dass die Klimaanlage selber arbeitet, sondern wir wollen jetzt nur den Ventilator nutzen. Das heißt, AC drücken, nö. Okay, brauchen wir nicht, weil dann würde sie ja eventuell im kalteren Bereich anfangen zu kühlen. Dadurch würde sich dort noch mehr Feuchtigkeit absetzen und das wollen wir ja nicht. Ergo, volle Pulle den Ventilator auf und wir stellen noch ein hier als Verteilungsrichtung auf die Füße. Warum auf die Füße? Weil dort nämlich der Verdampfer am meisten sozusagen durchspült wird mit Luft und weil es direkt hier unten rauskommt. Die Luft kommt dann hier, Fußraum, dort Fußraum, ne, das ist alles chillig, da wird er lang fließen. Das heißt, 10 Minuten lang jetzt Fahrzeug laufen lassen bzw. Erhaltungsladung rein und volle Pulle Lüfter System anmachen und Heizung an. So, nach 10 Minuten machen wir natürlich das Fahrzeug wieder aus und Zündschlüssel ausschalten, ziehen, damit das jetzt nicht losläuft, während wir mit der Lanze da drin sind. So, zum Verständnis erstmal die Klimaanlage selber. Das seht ihr da an diesen zwei Hochdruckkomponentenschläuchen, Freunde. Das ist einmal der Zulauf und einmal der Ablauf von unserem Klimasystem. Das heißt, dahinter geht's rein, okay? So, da geht's durch die Spritzwand in den Innenraum des Fahrzeugs. Wir bewegen uns jetzt mal in den Innenraum des Fahrzeugs und haben uns ja gemerkt, wo kam das denn gerade rein? So, das war in dem Bereich von dort vorne. Hinter diesem Bediensystem ist nämlich der große Heizungskasten. Der geht wirklich so groß darunter. Wenn ihr den rausbauen wollt, dann müsstet ihr hier alles abmachen, alles, ne? Und dann könntet ihr den entfernen. Das schenken wir uns, denn wir können mit dem Klimaanlagenreiniger hier durch diese lange Lanze von hier aus nämlich den Verdampfer erreichen. Was oder wieso müssen wir den Verdampfer denn erreichen? Denn der Verdampfer ist die Sau, die dort am meisten stinki-stinki macht oder fabriziert, wo sich die Bakterien und Viren und Geschmock sammelt. So, ihr habt gesehen, ich bin jetzt schon in dem Fußraum vorgedrungen vom Beifahrersitz und werde jetzt hier den Luftfilter mal ausbauen. So, raus mit dem Luftfilter. So, zack. So, nun haben wir hier eine Öffnung. Da. Hui, da geht's rein. Und hier können wir jetzt mit unserer Lanze hineinstoßen. Und diese Lanze hat nämlich eine Länge von, ich schätze mal, was ist das, 40 cm. Diese Lanze ist so lang, dass wir uns dann mit der Lanze zum Verdampfer vorarbeiten können. So, guck mal, so sieht das aus. Da ist das. Hier vorne ist auch was Cooles dran. Das ist nämlich so eine Verteilungsdüse. Die spritzt nämlich sternförmig weg und nach vorne. So, wenn wir dieses Teil jetzt da reinstopfen. So, das heißt hinein in die Lüftung. Sucht euch dort den Bereich, der Richtung Innenleben führt, sprich Richtung Verdampfer sich bewegt, können wir das komplett reinschieben, bis wir zum Verdampfer vorkommen. Auch wenn ihr es nicht seht, ihr werdet ihn trotzdem treffen, denn wir werden gleich das System dort mit der Klimaanlagenreinigungsflüssigkeit. So, lasst uns nun beginnen.
schön schütteln, ne? Shake it, baby, heißt es jetzt. Dann hier oben ablösen. Und dann sehen wir hier, da ist so ein Schnippel. Und in den Schnippel, da kommt gleich unser Ventilchen dran. Oder gesagt, das ist das Ventilchen und hier ist die Düse. Das machen wir gleich da drauf. Und dann können wir losspritzen. So, bevor wir jetzt losspritzen, gehen wir auf die rechte Seite hier hin und führen uns den Stab jetzt hinein. Ganz tief hinein. Haut die Lanze in den Gang hinein, um dort an den Verdampfer zu kommen. So, guck mal, das geht ganz leicht. So, jetzt haben wir schön geschüttelt. Jetzt packen wir das Ding da drauf, das Ventilchen. Aufs Ventilchen kommt jetzt alles drauf. Und nun werden wir hier sprayen. Das heißt, ich drücke drauf. Das macht, dann fahre ich vor, zurück, hoch und runter. Jetzt werden wir das so richtig einlassen. Da. So, richtig volle Pulle. Haut das ganze Ding da rein, okay? Haut's rein da. So. So, und dann kommen wir wieder raus. Achtet darauf, kann noch ein bisschen rumsprayen. Da habt ihr gerade gesehen, hat es noch ein bisschen nachgesprayt. So, das war's schon. Jetzt lassen wir das da drin eintrocknen. Das heißt, so 10, 15 Minuten heißt es jetzt chillen lassen. Wir können diese 10, 15 Minuten aber auch noch für was anderes benutzen. Und zwar, wir bauen wieder unseren Filter ein. So, das heißt, wir schieben den Filter wieder zurück in Position. Hinein mit dem Filterchen. Okay, dann kommt die Abdeckung. Zurück mit unserer Abdeckung auf Position, bitte. Einmal auf Position, bitte. Hallo, hallo, ich hätte gerne wieder Position. Zack. Befestigen. So. Ja, den anderen mache ich gleich dran. So, jetzt haben wir das schon befestigt und jetzt lassen wir es 10 Minuten chillen. Einwirkung lassen. Einwirkung. Denn jetzt wird gerade unseren Verdampfer schön desinfiziert. Was geschieht jetzt? Jetzt wird beim Verdampfer, der ja sich hinter dem Armaturenbrett hier befindet, in der Heizungsanlage, wird jetzt unser Mittel, unser Desinfektionsmittel gerade einwirken. Okay, das wirkt jetzt da ein und bekämpft die üblen Gerüche mit Desinfektionswirkung. Das heißt, Viren, Bakterien etc. werden alle abgetötet. Und das lassen wir jetzt erstmal 10 Minuten chillen. Während wir diese 10 Minuten hier noch verwenden können, ist, wir stecken unsere Lanze in die einzelnen Düsen, Freunde hier, in die Innendüsen und sprayen hier auch nochmal ein paar Ladungen rein. Das geht bei dem Polochen ganz gut, weil hier ist genug Platz, um dort schön reinzukommen. So, ein paar Stöße, ne, so ein paar Stöße schaden doch nie. Packen wir da rein. Vergesst auch nicht, hier zu sprayen und dort drüben zu sprayen. So, und wenn dann die 10 Minuten Einwirkphase vorbei sind, dann gehen wir hin und werden das, was wir am Anfang gemacht haben, wiederholen. Nur, wir werden noch etwas zusätzlich machen. Das heißt, wir machen wieder den Motor an, beziehungsweise Erhaltungsladung an. Dann gehen wir hin und werden hier hingehen, wieder temperaturvolle Pulle, gleich gebläsevolle Pulle, keine AC anmachen, untere Segmente anstrahlen. Wir machen dann aber noch Folgendes, wir werden den Freund hier aktivieren. Der Freund bedeutet nämlich, dass jetzt eine Klappe zugemacht wird und es kommt kein Frischluft mehr von außen, sondern wir recyceln die Luft von innen. Das ist dafür da, denn das Aerosol fliegt ja schon auch jetzt hier in der Luft rum. Deshalb solltet ihr das auch nicht so dolle einatmen und vor allen Dingen, während ihr es macht, alles öffnen und wird dann hier nochmal richtig da durchgejagt. Und das lassen wir dann wieder 10 Minuten lang so laufen, sprich unsere Anlage laufen, die Belüftung laufen, schön auf Wärme, damit das dann abgetrocknet wird. Und wenn es dann trocken ist, dann haben wir unsere komplette Klimaanlage wieder frisch und fruchtig am Start. So einfach könnt ihr eure Klimaanlage reinigen. Die Düfte danach sind verschwunden, also die ekeligen Düfte. Meistens sind sie verschwunden. Wenn das nicht hilft, dann gibt es noch ein Ozongerät, nur das ist ein bisschen teurer dann. So kann man das jedes Jahr einmal sich so ein Bügelchen hier kaufen. Wo ist es jetzt hingefallen? Ne? Einmal im Jahr so ein Bügelchen mit Lanze kaufen und eure Klimaanlage ist fresh und nice am Start. So, ich starte den Motor und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun, sun.